Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 561 am Freitag, den 14. Juni 2024. Es ist 22.30 Uhr und wir haben 11 Grad Außentemperatur in Colleston. Ich bin noch mal so ein halbes Stündchen von Aberdeen rausgefahren, nachdem ich heute verzweifelt versucht habe, eine Gasflasche zu tauschen. Das hat mich gute 2 Stunden gekostet. Ich habe es heute auf Instagram in der Story erzählt. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr das da nochmal nachholen. Ich will das jetzt gar nicht alles wiederholen, weil es war wirklich nervig. Und letzten Endes habe ich eine bekommen für 45 Pfund. Das ist natürlich super. Aber es hat mich halt über 2 Stunden Zeit gekostet. Und dann, das habe ich in der Story erwähnt, habe ich auch nochmal, ja, ich glaube, eine gute Stunde gebraucht, um meine Medikamente für oder gegen die Migräne zu bekommen. Das kann ich hier in England tatsächlich über einen Online-Doktor machen. Das bestelle ich über die App. Habe ich praktisch eine Konsultation mit dem Arzt oder mit der Ärztin. Ich fülle da ein Formular aus, der Arzt guckt da drüber und gibt dann das Medikament frei und das wird dann in der Filiale hinterlegt, die ich vorher ausgewählt habe. Das habe ich nun diese Woche gemacht, vor 2 Tagen. Und normalerweise ist es sogar am gleichen Tag innerhalb von 4 Stunden oder nach 4 Stunden dann auch abholbereit. Ich habe das aber extra schon früher bestellt, weil ich wollte gerne 2 Pakete haben, weil ich jetzt weiter in Norden fahre und da das schwieriger wird, das so zu bekommen. Und damit ich da gut ausgerüstet bin für die nächsten Wochen, wollte ich einfach eine 2. Packung da haben. Vor allen Dingen hier in UK gibt es maximal 6 Tabletten. Bei uns in Deutschland gibt es immer 12. So, und das, ja, da muss ich dann schon gucken, dass das auch reicht, weil ich brauche die dann doch schon auch häufiger. Das ist halt einfach so bei mir mit der Migräne. Dann habe ich ein 2. Mal bestellt. Und dann hat der Doktor oder die Ärztin war das, mir eine Nachricht zukommen lassen, warum ich dann 2-mal bräuchte. Das, ne, so mit Migräne. Ja, und sollte da 1-2 Fragen beantworten. Das habe ich dann getan und eben gesagt, ich fahre jetzt in die Highlands raus und das wird schwieriger da. Und nach einem Tag bekam ich dann auch das Okay und die Bestellung liegt in der Apotheke, kannst du abholen. So, das war gestern. Und ich bin erst heute, spät Nachmittag, dann zur Apotheke gefahren und habe dann dort auch ewig lange warten müssen. Das war echt nervig. Erst war noch Teepause, das kann ich ja noch verstehen. Also zwischen 5:30 und 6 ist da Teezeremonie. Da führt bei den Briten kein Weg dran vorbei. Und dann war von 6 bis 7 wieder geöffnet. Und dann habe ich noch eingekauft, das ist im Einkaufszentrum mit drin, die Apotheke. Es gehört eben zu diesem Einkaufsladen. Asta ist das, diese Kette. Und die haben eben auch einen Online-Doktor. Und ja, da hat sie mir 1 Packung geholt. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß, es ist ein bisschen blöd, aber ich habe 2-mal bestellt am gleichen Tag und auf dem gleichen Namen, aber es sind 2 Ordernummern. Und sie soll doch bitte nochmal gucken. Hat sie dann geguckt. Das Ende vom Lied war, das 2. ist dort irgendwie nicht angekommen. Wahrscheinlich, weil es eben auf dem gleichen Namen war und am gleichen Tag bestellt. Wobei die 1. Bestellung gleich am 1. Tag natürlich durchgegangen ist und die 2. ja erst am darauffolgenden Tag von der Ärztin freigegeben wurde. Also ja. Egal, es war nur 1 Päckchen da und die konnten mir jetzt auch dort vor Ort nicht weiterhelfen. Die hatten auch kein 2. Päckchen dort. Diese Tabletten führen sie halt so nicht. Und ich muss jetzt, das habe ich jetzt heute Abend noch nicht geschafft, ich muss jetzt dem Online-Doktor quasi schreiben, dass das 2. Päckchen nicht da war und sie sollen mir das Geld wieder erstatten. Mittlerweile habe ich aber Gott sei Dank rausgefunden, dass es noch andere Online-Ärzte gibt von Apotheken hier. Also das machen die großen Apotheken hier in England wohl alle oder in Großbritannien. Und ich konnte da dann noch 1 bestellen und habe das dann abgeholt, sodass ich jetzt 2 Pakete aus 6 Stück habe. Und das Gute ist, ich habe nämlich dann nochmal nachgelesen, dass es diese Kette, das ist die größte, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, ich glaube Boost heißen die, das ist die größte Kette in UK und die gibt es auch weiter oben
in den Highlands. Das heißt, dort könnte ich dann notfalls auch zu so einer Boost Pharmacy dann mir wieder was bestellen. Also insofern sollte das jetzt alles in Ordnung gehen. Ich hoffe nur, dass ich das Geld zurückbekomme, weil das sind auch, ich glaube, 16 Pfund, also irgendwie, nee, 14 Pfund, 16 Euro, irgendwas, 16,50 oder sowas. Genau, so. Also auch sowas ist nicht einfach und das hat mir heute einfach so viel Zeit geraubt, dieses Organisieren und dieses Regeln, das ist halt auf Reisen echt manchmal sehr, sehr nervig und zeitraubend. Leider ist das so und ja, das Thema Gas verfolgt mich hier in Großbritannien. Also ist jetzt einfach so für diesen Reiseabschnitt. Ich weiß, dass es schwierig ist und mit den Medikamenten ist es auch nicht ganz einfach, aber ich komme dran. Das ist ja das Wichtigste, dass ich auch dann versorgt bin, wenn ich was brauche, ob das nun Gas ist oder Medikamente. Also, ganz schöner, nerviger Tag war das, aber letzten Endes stehe ich jetzt an einem wunderbaren Platz, an einem Naturreservat auf dem Parkplatz und gucke direkt auf die Nordsee wieder. Also es ist richtig toll und es geht jetzt weiter nach oben. Ich werde am Wochenende an der Küste entlang nach oben weiterfahren und dann, ich denke mal, Mitte nächster Woche werde ich dann ein Stück weiter westlich dann bei Inverness sein, wo es dann auf die NC500 geht. Das ist die North Coast, eine ganz, ganz berühmte Straße, die eigentlich alle fahren, wenn sie nach Nordschottland fahren. Und die werde ich eben auch nicht komplett fahren wahrscheinlich, aber einen großen Teil werde ich die fahren. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag, irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt Anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.